Zu freundlich. Danke. Oh, Verzeihung. Kein Problem, die Uniform ist wasserfest, Mr. Lucien. Professor Edgar Lucien. Oh, ein Professor. Sind Sie Forscher? Arbeiten Sie vielleicht an der Sorbonne? Nein, ich arbeite im Britischen Museum in London. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie den Einbruch vor 2 Tagen ja sozusagen hautnah miterlebt. Nein, das kann man so nicht sagen. Nein? Es hat einige Aufregung gegeben, aber ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. In Ihrem Museum wird eingebrochen? Und es hat Sie nicht weiter gekümmert? Nun, mich interessiert kaum etwas, das in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Ganz wie Sie meinen. Der berühmte Inspektor Legrand ist im Zug. Ich vermute, Sie kennen ihn. Nein. Sollte ich? Sie kennen ihn nicht? Und Sie wissen auch nicht, was er hier tut? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte nur, Sie als Vertreter des Britischen Museums, ein bewachter Tresor im Zug. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Darf ich fragen, wohin Sie fahren? Natürlich, nach Venedig. Ich treffe mich dort mit einigen Kollegen. Venedig? Eine wundervolle Stadt, wie man so hört. Gewiss, aber ich muss mich nun wirklich verabschieden. Nur eines noch. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hier? Im Zug? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich war allerdings auch fast die ganze Zeit in meinem Abteil. Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Aber Sie verstehen schon, dass mich vor allem die Gegenwart und da insbesondere der Einbruch ins Museum interessiert. Natürlich, natürlich. Es ist nur, ich habe es etwas eilig. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Was? Was soll das? Ist etwas, Sir? Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Na, das werden wir gleich haben. Das Abteil ist abgeschlossen. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe den Steward gefragt. Der wollte mir einen bringen, ist aber nicht zurückgekommen. Irgendjemand hat abgeschlossen. Finden Sie den Steward. Er soll mir sofort den Schlüssel bringen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Also schön. Warten Sie hier. Man kann die Abteiltüren von innen ganz einfach abschließen, indem man einen kleinen Knauf dreht. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Herr Professor, wenn Sie von innen abgeschlossen hätten, stünden Sie nicht auf dieser Seite der Tür. Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass man... Nein... Das wird nichts. Der Bolzen ist zu kurz, um ihn vernünftig greifen zu können. Eventuell hat ein umsichtiger Schaffner bemerkt, dass Professor Lucien nicht in seinem Abteil war und hat es abgeschlossen. Um die Tür von hier zu öffnen, brauche ich entweder den passenden Schlüssel oder das richtige Werkzeug. Eventuell hat ein Tabletten für meine Herzprobleme. Ich soll eine nehmen, wenn ich Beschwerden habe. Meine Tochter bestand darauf, dass ich sie mitnehme. Sie war strikt gegen dieses kleine Abenteuer. Aber meine Entscheidung stand fest. Ich habe es mir letzte Woche auf einem Flohmarkt gekauft. Es gefiel mir, weil es eine Geschichte erzählt. Jemand hat es vermutlich gegen ein neueres Modell ausgetauscht. Dabei tut es noch seinen Dienst.
glaube es nicht. Dass ich Ihnen einmal begegnen darf. Verzeihen Sie, wir würden gerne... Schon gut, Miss Miller. Ich unterhalte mich gerne mit dem Inspektor. Leider nur Wachtmeister, Lady Westmacott. Ich lese gerade das Pfarrhaus im Spiegel. Sicherlich schon zum 5. Mal. Das ist nett, Wachtmeister... Zellner. Anton Jakob Zellner. Das ist meine Gesellschafterin, Miss Miller. Angenehm. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Machen Sie Urlaub? Urlaub? Ja, so könnte man es nennen. Den ersten und letzten Urlaub meines Lebens. Madam? Ich habe immer geschrieben, schon als Mädchen. Es wurde mein Beruf. Nun habe ich damit aufgehört. Also muss das hier jetzt wohl Urlaub sein. Sie haben aufgehört zu schreiben? Unmöglich! Ich habe alle Ihre Bücher. Ihr Detektiv Partout ist meine Lieblingsfigur. Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ich habe den alten Halunken umgebracht, vor Jahren schon. Ich verstehe nicht. Lassen Sie uns nicht über meine Arbeit sprechen, Herr Wachtmeister. Oh, also, schön. Fahren Sie bis nach Istanbul, Lady Westmacott? Nein, wir sind auf dem Weg nach Venedig. Von dort geht es mit dem Schiff nach Kairo. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich eine Schwäche für Archäologie. Ich finanziere einige Ausgrabungen in Ägypten. Als junge Frau bin ich mit dem Schiff nach Ägypten gefahren. So soll es wieder sein. Gewiss. Als Schriftstellerin haben Sie doch bestimmt einen wachen Blick für Ihre Umgebung, nicht wahr? Ich meine, Sie müssen das Verhalten der Menschen um sich herum doch genau studieren, um Ihre Romanfiguren erschaffen zu können, oder? Ich habe die Natur des Menschen schon vor langer Zeit durchschaut, Herr Zellner. Seitdem langweilen mich die meisten Leute nur noch. Tatsächlich? Ich hatte den Eindruck, Sie hätten mich genau gemustert, als ich hineingekommen bin. Was wollen Sie wissen, Herr Wachtmeister? Ist Ihnen der Mann aufgefallen, der gerade eben mit einer Tasse Tee in den nächsten Waggon gegangen ist? In der Tat. Er macht einen nervösen Eindruck. Er wartete vor der Bar auf den Steward. Als dieser nach einigen Minuten noch nicht aufgetaucht war, hat er sich kurzerhand selbst bedient. Er hat 2 Biscuits genommen. Er scheint recht jung, ist aber schon Professor im Britischen Museum. Interessant. Ich werde mich nachher einmal mit ihm unterhalten. Rein aus Höflichkeit, versteht sich. Versteht sich. Ist Ihnen der blonde Mann mit dem Geigenkoffer aufgefallen? Und ob. Er hat sich vorgestellt und versucht, ein möglichst gutes Bild abzugeben. Leute wie er werden vom Reichtum und Ruhm angezogen, wie die Motten vom Licht. Aber an Ihnen hat er sich die Zähne ausgebissen. Ich kannte ihn vom Namen. David Kreutzer hat einer Bekannten von mir auf der Tasche gelegen. Glauben Sie, er hat Geldprobleme? Leute wie er haben immer Geldprobleme. Egal wie viel man ihnen gibt, sie geben doppelt so viel aus und jammern, sie hätten immer zu wenig. Ist Ihnen sonst noch jemand aufgefallen? Was ist mit dem Arzt? Mir fällt auf, dass Sie mich zu allen befragen. Außer zu dem Inspektor, der vor wenigen Minuten in Richtung Transportwaggon verschwunden ist. Ist das nicht dieser Franzose, der seinerzeit den Raben gefangen hat? Naja, gefangen? Ja, erschossen. Warum stellen Sie mir keine Fragen zu ihm und zu meiner Theorie, was er dort hinten tut? Ich denke, wir sollten Inspektor Legrands Ermittlungen nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Legrand. Richtig, das war der Name. Will er neue Heldentaten vollbringen? Oder Sie, Herr Wachtmeister? So gerne ich mich länger mit Ihnen unterhalten würde. Die Arbeit ruft. Sie hatten recht. Madam? Ich habe Sie beobachtet, als Sie hereinkamen. Sie wirkten so eifrig. Ich hatte lange keine Gelegenheit, mich zu beweisen, Madam. Ist Sie das nun endlich, Ihre Chance? Ich hoffe es. Dann ergreifen Sie sie.
Auch kleine Leute können große Veränderungen bewirken, wie mein Freund Ronald zu sagen pflegt. Ich werde mein Bestes tun. Miss Miller macht einen tüchtigen Eindruck. Sie wollte die Lady vor mir, einem aufdringlichen Fan, schützen. Sie wirkt aber auch nervös und angespannt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass sie mit Matt schon alle Hände voll zu tun hat. Und dann auch noch eine Chefin, die als schwierig gilt. Miss Miller? Ja? Der kleine Junge, Matt? Das ist Ihr Kind? Oh ja. Hat er was angestellt? Nein, nein. Ich habe ihn schon kennengelernt. Ein cleverer kleiner Kerl. Wir nennen ihn immer den Professor, weil er so altklug daherredet. Wenn man ihm nur die Flausen austreiben könnte. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich fürchte, ich habe mich ganz auf meine Handarbeiten konzentriert. Hat immer schrecklich viel zu tun, meine Mary. Wenn es Ihnen nicht recht ist, dann müssen Sie es sagen. Herrgott, Kindchen, stricken Sie so viel Sie wollen. Also, keine besonderen Vorkommnisse. Nein, Wachtmeister. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Außergewöhnliche Frau. Talentiert, gebildet, über die Maßen reich und die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten. Und dennoch heißt es, sie sei zuweilen schwierig und nicht sehr glücklich. Die Zahnstocher muss der Steward hier vergessen haben. Normalerweise wird einem so etwas dezent nach dem Essen gereicht. Die hölzernen Zahnstocher sind in kleinen Papierbriefchen verpackt. Mir fällt nichts Besonderes auf. Karamellbonbons. Die habe ich schon als Kind geliebt. Sie haben nur einen Nachteil. Sie vertragen sich nicht mit dritten Zähnen. Vielleicht, wenn ich sie nur ganz vorsichtig lutsche. Wer hätte gedacht, dass mich Karamellbonbons einmal daran erinnern würden, wie alt ich geworden bin? Und was ich schon alles hinter mir lassen musste. Wenn der Steward nirgendwo aufzutreiben ist, hat er wohl auch nichts dagegen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Vermutlich benutzt der Steward die Schere, um widerspenstige Verpackungen zu öffnen. Heutzutage wird ja fast alles verpackt und verschweißt. Ein Kollege hat mir kürzlich von Suppen erzählt, die pulverisiert in Tütchen verkauft werden. Ich konnte es nicht glauben. Ich lasse die Schere hier. Wenn ich sie brauche, weiß ich, wo sie ist. Der Block, auf dem der Steward die Bestellungen notiert. Leer. Vermutlich benutzt er ihn nicht, wenn so wenig los ist wie heute.
Den Block brauche ich nicht. Aber vielleicht ist mir der Bleistift irgendwann mal von Nutzen. Vielleicht wird darin der Schlüssel für die Kabinen aufbewahrt. Abgeschlossen. Wo steckt der Kerl nur? Ein Weltempfänger. Wahnsinn, wie klein die Dinger in den letzten Jahren geworden sind. Bleistift des Stewards. Vermutlich einer der am weitesten gereisten Bleistifte der Welt. Ich werde erstmal keine davon essen. Es wäre sehr peinlich, wenn ich vor Legrand treten würde und den Mund nicht mehr öffnen könnte, weil er mir entweder zugeklebt wäre oder weil mir einige Zähne fehlten. Die hölzernen Zahnstocher sind in kleinen Papierbriefchen verpackt. Mir fällt nichts Besonderes auf. Wenn ich mit der Schere an der Mine des Bleistifts schabe, erhalte ich feines Graphitpulver. Einen Nobelpreis werde ich für die Idee nicht gewinnen. Aber Graphitpulver eignet sich hervorragend für die Spurensicherung. Die Schublade ist abgeschlossen. Den Schlüssel hat vermutlich der Stewart. Nur wo ist der? Ich habe eine kleine Menge Graphit von der Mine des Bleistifts abgeschabt. Das Pulver ist sehr fein, fast wie Staub. Zellner. Richtig, richtig. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug oder in Zürich etwas Verdächtiges aufgefallen? Sie meinen, abgesehen davon, dass mir mein Koffer auf dem Bahnsteig gestohlen wurde? Nein. Gibt es denn Grund zur Beunruhigung? Nein, reine Routine. Herr Wachtmeister Zellner, halten Sie mich bitte nicht für naiv. Ich habe den Inspektor von Interpol erkannt. Legard heißt er, wenn ich mich richtig entsinne. Legrand. Auch gut. Er hat auf dem Bahnhof in Zürich eine Geldkassette in einen Tresor gelegt und dann die Verladung des Tresors überwacht. Erzählen Sie mir nicht, ein Mann seiner Gehaltsstufe fährt routinemäßig durch die Alpen, um Geldkassetten zu bewachen. Eine Geldkassette? So wie man sie in Schließfächern findet? Ganz genau. Und ich glaube, wir haben beide eine Vermutung, was sich darin befindet. Ich habe in der Tat eine Theorie. Aber wie lautet Ihre? In London wurde ein Rubin gestohlen. Eines der beiden legendären Augen der Sphinx. Der zweite Stein, ein Smaragd, soll sich Gerüchten zufolge in einem Schweizer Banktresor befinden, wenn ich mich recht erinnere. Beide Steine sollten in einigen Tagen erstmalig seit fast 50 Jahren gemeinsam in Kairo ausgestellt werden. Da ergibt sich doch ein Bild. In der Tat. Gibt es etwas Neues zum Raub in London? Schon ein starkes Stück, nicht wahr?
Das müssen Profis gewesen sein, die sie eines der besten Sicherheitssysteme der Welt ausgeschaltet haben. Das ist schon beeindruckend. Menschen wurden verletzt. Ah, man kann solch einen Einbruch nicht ohne Kollateralschäden durchführen. Der Rabe scheint endlich einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Wir können uns auf neue, spektakuläre Coups freuen. Wenn der neue Rabe so rücksichtslos vorgeht, werde ich es dieses Mal nicht genießen können. Wie Sie meinen. Dürfte ich mir vielleicht Ihre Zeitung ausleihen? Sie können gern den Teil haben, in dem über den Einbruch berichtet wird. Darauf haben Sie es doch bestimmt abgesehen, nicht wahr? Sie haben mich ertappt. Bitte sehr. Danke vielmals. Etwas anderes. Wissen Sie, wo der Schaffner ist? Das wüsste ich auch gern. Ich habe ihm in Zürich aufgetragen, nach meinem verschwundenen Koffer zu suchen. Bisher hat er sich noch nicht wieder gemeldet. Vermutlich macht er mit den Kofferdieben gemeinsame Sache und ist gar nicht wieder in den Zug gestiegen. Wenn gegen das Gesindel nicht bald hart durchgegriffen wird, werden solche Lumpen eines Tages die Welt übernehmen. Nun, noch wissen wir ja nicht, was vorgefallen ist. Er ist nicht hier, um seine Arbeit zu erledigen. Das ist schlimm genug. Auf Wiedersehen, Dr. Gebhardt. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Es war ein angenehmer Plausch.